Herzlich willkommen zu einem neuen Part von Let's Play Heyday. Und zwar, wir spielen hier wieder mit unserem guten Account und wir möchten in diesem Part einfach nur unsere Farm dekorieren. Dafür gehen wir unten rechts auf das Symbol über das Freundeszeichen. Ja, okay, hier können wir Layout bearbeiten, kopieren und dann halt aktivieren. Wir können das Layout aber nur aktivieren, wenn wir erforderliche Produktion gebaut haben. Sprich, wir können keine Farm errichten ohne Scheune und Silo. Sollte klar sein. Okay. Ich habe mir auch eine lustige Skizze angelegt. Ey, die müsste ich eigentlich hochladen. Die ist echt cool geworden. Ich kann echt nicht zeichnen, aber... Ja, was soll schon dabei rumkommen, wenn ein IT-Mensch, also so ein Computerfachmann, eine Skizze macht? Versteht nur er selbst. Ja. Also wenn ihr wollt, dass ich sie hochlade, dann schreibt sie einfach mal Kommentare. Ich glaube... Ey, die ist einfach so gut. Die muss ich mir irgendwann an der Wand pinnen. Okay, ich habe vor, hier oberhalb des Gebäudes die Industrie zu machen. Dafür möchte ich hier das Gebäude umrahmt haben und mit dem Weg verbunden. Dann hier unter möchte ich dann alles mit Büschen, Bäumen und so weiter haben. Und Felder. Alles voll. Und hier unten links möchte ich dann noch die Restindustrie mit Scheune, Silo und so weiter. Und was dann noch alles fehlt. Was hier oben da nicht hingepasst hat. Okay, fangen wir an. Bäckerei. Okay, hier können wir nicht ganz nach oben gehen, weil wir brauchen ja noch Platz. Oh. So, drehen wir dahin. Wir brauchen immer mindestens 2 Plätze. Ist ein Platz dazwischen? Okay, wir brauchen 2 Plätze dazwischen. So. Die drehe ich sowieso. Aber zum Schiff muss auch frei sein. Dann drehe ich die doch besser so. Zum Schiff möchte ich auch einen Weg haben. Das kann was werden. Ich habe noch nie eine Farm dekoriert. Zwei. Popcorn. Ich bin mal gespannt, wie das gleich aussieht. Ob das überhaupt passt. Hier passt schon mal nicht. Müsste ich Grill mit. Ja, oder Zucker. Ne, oder ich tausche Kuchen mit Zucker. Würde auch gehen. Warum ist der so? Kann ich noch weiter nach links? Na doch. Ich auch sagen, sah ein bisschen komisch aus. So, sieht trotzdem noch komisch aus, aber
Egal. Egal. Obwohl, eigentlich kann ich ja hier ruhig vorstellen. Wir sind ja sowieso alle mit dem Weg verbunden. Ob ich da gleich noch durchblicke, das wird echt interessant. Oh, das ist schon wieder schief. Wir können noch weiter nach oben. Was soll denn der Scheiß? Ah, nicht so weit, der braucht ja einen Abstand um die Umrahmung. Ah, der kann schon wieder nicht wegen dem scheiß Schiff. Ah, das heißt, sie müssen eins zurück. Wegen der Umrahmung. Oh, Schmelzöfen. Ich glaube, die mache ich zusammen. Juwelier. Und auch hier oben hin. So, wird einmal davor gebastelt. Wenn ihr einfach zusammen umrandet. Will immer noch so viel. Was sie gar nicht alles hin. Ich hab zu viel Schrott. Noch ist ja ein bisschen Platz. Ja, jetzt wird es langsam eng. Dann noch ein hier hin. Sieht das ordentlich aus? Ich weiß nicht. Ich erkenne alles da oben. Wisst ihr was? Ich mache hier noch eine Reihe hin. Alles, was mir dann hier am Platz fehlt, den mache ich dann unten zur Scheune. Ich versuche also möglichst alles zu verbauen, da was ich
schon hatte. Sondern Industriegeräten muss sowieso, aber. Ich will sogar noch die Nudelküche, ich glaub's nicht. Nehmen wir irgendwo hinstecken? Ist doch nicht. Die passt schon da rein. Die passt schon. Jetzt brauche ich Wege. So, nehmen wir mal die Kalkstein, oder? Oder Kieselstraße. Ja, ist die Frage, wo müssen wir umranden? Umranden wir mit so Büschen oder? Sieht natürlich schöner aus, ne, wenn man mit Büschen umrandet. Obwohl, ne, ich mach alles mit Wegen. Muss jeder erreichbar sein. Oh, das nervt jetzt aber. Obwohl, ich kann. Ein Pinsel. Kann man das ganz gut. Ich passe ja vorne und hinten nicht hier. Umgruppieren. Sieht trotzdem ganz gut aus. Und nur gleich Kieselstein-Nachschub. Geht das ja nicht dahin her? Ah, doch. Kann ich sowas auch kaufen jetzt? Natürlich nicht. Und mein Dings vom Pflaster da. Die, ne? Kann ich die nicht kaufen? So kauft man die erst. Ist ja blöd. Das ist ja blöd. Dann werde ich die nicht umranden. Weil ich einfach nur zu jedem Ding hin.
Nein, nicht die Mockerei. Nein. Sieht doch schon mal gut aus. Muss ich jetzt quasi hier nur noch ein bisschen was dran setzen. Vor allem auch, dass es zum Schiff geht. Dann sollte der Weg überall sein. Okay, hier noch nicht. Hier muss ich jetzt Steinstraße sogar noch nehmen. So. Sieht doch gut aus. Oder was meint ihr? Das wäre jetzt nicht das Optimalste, aber... funktioniert. Ja. So, jetzt zur Deko der Felder und so weiter. Haben wir auch schon Gedanken zu gemacht. Ich weiß nicht, wie lange das die Felder mithalten. Ich habe jetzt schon mal die Linie gezogen, weil ich nicht genau wusste, ob es passt. Ich habe auch richtig lange gebraucht, um meine Deko fertig zu haben für meine Hauptfarm. Ich hatte immer eine andere Deko, bis ich dann endlich gesagt habe, okay, das ist es. Und auch hier ist reine Improvisation. Ich habe mir zwar kurz vorher einen Plan gemacht, aber mehr ist es auch nicht. Vielleicht kann ich den sogar einkesseln hier, den ganzen Bereich. 90. Nee. Pinsel ist echt cool. Das ist schön. Erleichtert mir einiges. Ich das immer abwechselnd machen. Aber jetzt ein Brombeerstrauch. Aber ich kann auch Himbeer machen. Mach ich jetzt Himbeer weg. Ist ja egal.
Und da ich jetzt auch unten links keine Industrie mehr brauche, kann ich da ein bisschen Obst noch hinbasteln. Oh, wollte ich nicht. Ach, wo kommt denn der Reis her? So. Rezensionsarbeit hier gefragt. Ja, echt gespannt, ob alles drauf passt. Die Wiener befürchten, dass nicht alles drauf passt. Obwohl, es geht so langsam runter hier. Ich habe auch nur noch 16 Felder. Meine Tiere muss ich auch noch irgendwo hinpacken. Ganz vergessen. Und dann versuche ich hier alles voll zu kriegen. Ich jetzt lang eine Steinmauer hin. Die Ersatzdinger gefunden habe. Passt. Boah, das passt ja genau. Wie Arsch auf Eimer. Mache ich jetzt Kaffeestrauch oder mache ich wieder Himbeer? Ach, Himbeeren habe ich gar nicht mehr. Ja, komm, ich mache Kaffeestrauch. Machen wir es jetzt abwechselnd. Mir fehlt sogar noch was. Sah irgendwie so komisch aus. Nach Kaffeestrauch kamen wir da Brombeeren. Aber Moment mal, ich könnte jetzt auch. Ach komm, wir machen mit Apfelbaum weiter, oder? Ja. Hätte ich da besser noch einen inzwischen gepflanzt, aber. Ist egal. Thank you.
gab's mal dazwischen hier auch bestimmt. Jawohl, ja. Passt. Passt, passt und nochmal passt. Ach, das nervt. Der Pinsel nervt, wenn man den zu schnell macht. Vor allem, wenn man dann wieder zurückgeht, wenn er was nicht genommen hat. Sonst ist man noch einmal einfällt, war zweiter vorne. Komm schon, da fehlt doch ein Baum. Oh, jetzt, oh nein. Ganz vorsichtig muss man das machen. Das Problem an dieser Dekoration ist nur, wenn die Kirschbäume fertig sind, sieht man nicht, ob die Brombeerbüsche fertig sind. Das hat sich an den Olivenbäumen. Wenn die ganz voll sind, ist dahinter gar nichts mehr. Boah, das war eine saubere Linie. Kann kein Maler besser. Boah, perfekto. Immer schön abwechselnd. Jetzt bin ich zwar nach unten gerutscht, aber egal, ich kann ihn noch hochschieben. Einen habe ich, glaube ich, zu viel. Ne, zwei zu viel. Hier machen wir jetzt ja Brombeer. Ah, Verbindung verloren, super. Habe ich in letzter Zeit öfters. Ja, warte mal, ich trinke mal eben was. Mein Mund ist irgendwie so trocken. So, da sind wir wieder. Hat ein bisschen länger gedauert. Lange gebraucht, um die Verbindung zu finden. So, jetzt habe ich auch wieder eine Stimme, Leute. Ich habe wieder eine Stimme. Wasser bewirkt manchmal Wunder. So, Kakaobäume haben wir. Und jetzt kommt wieder Kaffeestrauch. Richtig? Ja. Was ist dahinter? Dahinter ist Kaffeestrauch. Ja, okay, Brombeer kommt. Brombeer. Ich will nochmal nachgucken. Ah, scheiße. Lieber langsam machen, geht's besser. Tablet wäre es viel leichter. Oh, genau 16. Dann könnte ich noch einen machen. Das ist gut. Okay, wir hatten mal Kakaobohnen. Dann kommen jetzt die Zitronen. Ah, ne, Olivenbäume erstmal. Ich bin gespannt, ob ich das so nach ganz unten schaffe. Jetzt kommen. Die Apfelbäume habe ich natürlich am Anfang. Habe ich die ausgelassen? Ne, habe ich auch nicht. Das schon hätte ich ausgelassen.
Komm, wieder Kaffee. Strauch. Ein Nektarbüsche brauche ich auch noch. Aber dafür brauche ich auch noch den Honigbaum. Ja, mal gucken, wo ich den hinstelle. Erstmal gucken. Aber wo gleich was fehlt, kaufe ich mir, glaube ich, noch was. Ah ne, ich mache einfach die nächste Reihe, die übernehme ich dann schon mal bis dahin. Wenn ich mit den Brombeersträuchen 16 brauche, müsste ich mit den anderen 32 brauchen. Ich habe jetzt nicht mitgezählt, aber müsste so sein. Der Brombeer braucht 2 Plätze und die anderen 1. Genau, fertig. Müsste Apfel nicht ausreichen. Müssten 4 fehlen. Ja, passt doch ungefähr. Und nächste wäre der Kirschbaum dran. Nektarbusch. Dann haben wir ja statt den Kirschbaum lieber sofort den Nektarbusch. Sieht das nicht so blöd aus? Yeah. Jetzt kommt der Kirschbaum. Cool. Nach dem Design finde ich meine alte Farbe bestimmt trotzdem noch besser. Egal, ich wollte euch einfach das mal zeigen, wie das so funktioniert. Obwohl dieses Design, das hat schon was. Erstmal gleich begutachten, wie das gleich aussieht. Da fehlen nur noch die Nektarbüsche. Jetzt nur noch mein Bienen-Dingsbums.
Das müsste hier sein, ne? Ja. Bienenstock, okay. Er hat hier unten noch einigen Platz. Das sieht aber cool aus, oder nicht? Das sieht cool aus. Weißt du was, ich mache jetzt erstmal hier. Gucke dann. Ich stelle mal am besten hier oben in der Ecke. Das können wir auch so ein bisschen trennen. Ah, eins zu weit. So. Hier kommen auf jeden Fall die Tiere hin. Irgendwo müssen sie hin. Dass alles so passt. Ah, da ist schon ein Problem. Ah, das ist ja blöd, wenn jetzt hier ein paar fehlen. Dann mach ich die hier unten hin. Was, wenn ich die alle in einer Reihe kriegen würde. Naja, aber passt nicht. Schade. Ich lerne aber dahinter weiter. Wo sind die Ziegenhütte? Ah, da. Die kommen hier an eine Straße. Können sie gut betteln. Ja, okay. Stehen zwar falsch rum, aber. Wen stört's? Wie viele Tiere habe ich denn? Das gibt's doch gar nicht. Ach, gibt's sogar noch Eselstall. Ja, ganz vergessen. Ach so. Jetzt hat mich der Eselstall irritiert.
Und hier bauen wir jetzt noch die Nektarbüsche hin. So ein bisschen aussieht nach Ordnung. Einfach mal jetzt hier alles vollsetzen. Fünf Stück noch. Passt. Jetzt haben wir noch keine Dekorationsgegenstände. Wir könnten einfach alle hier unten hinpfeffern, aber. Ne, wir brauchen keine Dekorationsgegenstände. Ich kann noch, wie gesagt, noch so ein paar Büsche gebrauchen. Ich weiß nicht, wo ich die hinstellen soll bei meiner aktuellen Farm. Ah, ich habe eine Idee. So, wir können jetzt Layout 2 aktivieren. So. Und können jetzt dahin, wenn ich hängen würde. Können wir es jetzt hier so hinziehen. Auch noch mehr Himbeerbüsche. Oh, das dauert. Ich spule das vor, Leute. Bis gleich. So Leute, ich habe nicht vorgesprochen, ich habe es jetzt rausgeschnitten. Wäre soweit fertig. Unsere Farm. Ich finde, es sieht recht cool aus. Recht cool geworden. Die Tiere stehen zwar jetzt in der Mitte, aber ist ja egal, wo die stehen. Ansonsten da Nektarbaum. Ist doch ganz cool geworden, oder nicht? Für so eine improvisierte Leistung. Die Felder, die kann man jetzt auch gut sehen, weil ich weiß jetzt, dass sie mit der Mauer beendet werden. Und man kriegt immer noch ab und zu Felder. Ich weiß gar nicht, was ich nächstes. Ja, ich krieg hier sogar auch wieder Felder.
Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Und wenn ihr meine Skizze sehen wollt, dann schreibt in die Kommentare, weil die hänge ich mir irgendwo auf, die ist cool. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.